Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Workout hier ist das perfekte Workout für schöne Beine. Ja, aber seid euch immer bewusst, man kann sich nicht aussuchen, okay, heute möchte ich hier ein bisschen abnehmen, morgen möchte ich hier ein bisschen abnehmen. Das passiert einfach, wie es passiert. Das heißt, man braucht dafür ein richtig effektives HIIT-Workout, was es heute gibt. Zweitens, man muss auf die Ernährung schauen. Und drittens legen wir heute zusätzlich den Fokus auf unsere Beinmuskulatur. Also schönen Beinen steht dann eigentlich nichts mehr im Wege. Also ich habe jetzt 15 verschiedene Übungen, wo wir richtig schön viel Fett verbrennen und eben gleichzeitig die Beinmuskulatur richtig schön aufbauen und stärken. Ich hoffe, ihr seid bereit. Mein wunderschönes blaues Outfit, ich liebe einfach diese Farbe, verlinke ich euch gern unten in der Infobox mit meinem Rabattcode. Da bekommt ihr 10% nochmal dazu und viele Gratisprodukte zu eurer Bestellung, wenn ihr mit meinem Code bestellt. Aber jetzt möchte ich wieder mal gar nicht länger rumreden. Wir starten jetzt einfach direkt los. Ich hoffe, ihr seid bereit. Nehmt euch vielleicht was zu trinken mit. Es könnte anstrengend werden. Ich habe schon ein bisschen Angst. Aber gut, wir schaffen das. Let's go! Wir starten mit der ersten Übung direkt los. Zum Aufwärmen und zum Wachwerden machen wir gleich mal Butt Kickers 5-mal und High Knees 5-mal. Einfach immer abwechseln. 5 hoch, 5 nach hinten. Wir geben gleich volle Power. Richtig durchziehen heute und es geht auch schon los. Kiss my lips, raise your flag, we ignite. Been here before, I know I'm your type. Let's drift, honey. Let's ride like you've never done before. Let's drift, honey. Let's ride. Übung dran, und zwar einmal eine enge Squat, tief runtergehen, aus der Ferse hochdrücken, einen Schritt auf die linke Seite, Squat, wieder in die Mitte und auf die andere Seite. Anstrengend. Wir machen 5 davon, also einmal 5-mal und dann halten wir 10 Sekunden die Squat-Position und dann fängt wieder von vorne an. Durchatmen und es geht los. Faded in this dark and smoky room. Und jetzt halten. You know I can't go on to disappear with you, but I don't. Und das Ganze nochmal. I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed it. Und jetzt wieder halten bis zum Schluss. This whole thing up like I do every time. Fire is burning through this sky. Desto anstrengender wird es natürlich bei jedem Squat. Weiter geht es mit Half Burpees, das heißt, wir gehen in diese Ausgangsposition, kommen hoch und was wir jetzt machen ist einen Leg Touch, also springen, Beine, Oberschenkel berühren und wieder zurück und hoch. Und ganz, ganz wichtig, ich sage es glaube ich jedes Mal, nicht hier durchhängen, auch nicht hier so sein, wirklich versuchen, schön gerade zu sein. In the quiet all my thoughts run free, so I drown them out at night with my my TV. You know I got you. Try to ignore these thoughts that go back and forth. Kurz mal einen Schluck trinken. So, wir machen jetzt 3 Squats. Und zwar ganz weit unten, 1, 2, 3 und dann kommen wir erst hoch. Und wieder 1, 2, 3 und hochkommen. Jetzt sind Ausfallschritte dran. Und zwar sehen die so aus, wir machen 20 Sekunden die eine Seite. Und zwar 1, 2, 3 und hoch und wieder. 1, 2, 3 und hoch. Und nach 20 Sekunden wechseln wir das Bein, los geht's. Und dann geht's mit dem linken Bein, bei mir jedenfalls, nach hinten. So, weiter geht's. Und zwar setzen wir uns jetzt wieder ganz tief in die Squat. Und drücken jetzt mit unseren Oberschenkeln nach außen. Super Übung für die Innenseite der Oberschenkel. Tief sitzen, dann brennt es richtig gut und es geht los. Und dann kommen Hampelmänner dran. Wieder super Übung, wo wir wieder viel verbrennen. Hampelmänner kennen wir alle. Auslockern. Los geht's. Durchschnaufen. 3, 2, 1, let's go. Und dann natürlich die andere Seite. ein Bein. Und zwar Ausfallschritt, Kick und zurückkicken. Und wieder das gleiche Bein. Erst nach 40 Sekunden kommt eine andere Übung und dann das andere Bein. Also Ausfallschritt nach vorne. Ihr könnt euch auch mal kurz festhalten. Besser ihr macht es frei. Und nach hinten. Und wieder. Die Skaters dran, bevor das linke Bein bei mir in der Reihe ist. Wir springen von einer Seite auf die andere und berühren dabei mit der diagonalen Hand die Zehenspitzen. Und wieder rüberspringen, berühren. Das soll richtig so ein schöner Flow werden. Not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see you. Gut, jetzt kommt die andere Seite dran. Und zwar, ich hoffe, das linke Bein. Okay, die Kaffeemaschine nicht stören lassen. Ausfallschritt, Kick, Kick. Kurz noch durchatmen. Dann geht's schon wieder weiter. Wir haben es bald geschafft. Wir machen jetzt wieder einen tiefen Squat, breiter Stand, runtergehen, dann kommen wir hoch mit unseren Füßen und hochdrücken wieder. Und wieder runter, hoch und auch hier in die Zehenspitzen gehen. Ich hoffe, eure Beine sind schon genauso zerstört wie meine. Das hat sich gereimt. So, vorletzte Übung, Entenwalk. Lustige Übung, sieht wirklich lustig aus. Wir gehen in die Hocke. Und was wir machen ist, wir gehen jetzt mit unseren ganzen letzten Kräften unsere Beine hoch nach vorne. Also wirklich wie so eine Ente walken. Aber wichtig ist, dass ihr da nicht so die Beine nicht hebt. Dann ist es einfach wirklich schön heben, mit dem ganzen Körper mitgehen. Slipping, passing, skipping by all the words I could say, but just can't really seem to stay. Durchbeißen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Geschafft. Letzte Übung. Dafür brauchen glaube, jeder hat eine Wand. Was wir machen, ist jetzt ein Wall-Sit. Ich darf jetzt noch nicht meine Kräfte verbrauchen. Wirklich schön im rechten Winkel hier an der Wand sitzen und einfach nur halten. Nicht hier wegdrücken. Schön aus der Beinmuskulatur halten. Jetzt zerstören wir unsere Beine nochmal richtig, richtig fest. Oh mein Gott, es ist schon so anstrengend. Jetzt noch 20 Sekunden. Und wehe euch, für euch war das Workout nicht genauso intensiv wie für mich. Ich hoffe doch, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen wollt. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Videos von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!